elementaren Musikpädagogik arbeiten wir oft mit Menschen, die wenig musikalische Vorerfahrungen mit einbringen. Das bedeutet, wir arbeiten manchmal mit Erwachsenen, auch mit Jugendlichen und ganz oft mit Kindern. Diese Menschen können meistens keine Noten lesen, sie können auch kein Instrument spielen, ganz anders als wir, als die Musikpädagogen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, sich daran zurückzuerinnern, wie habe ich Musik erlebt, als ich noch keine Noten lesen konnte, als ich noch kein Instrument gespielt habe. Und wie ist das, wenn es gar nicht darum geht, mich selber zu perfektionieren, wenn es darum geht, Spaß zu haben, Freude mit Musik zu erleben und mit anderen gemeinsam zu musizieren. Das sind ganz ursprüngliche und ganz einfache Erlebnisse, die man mit Musik haben kann. Und um diese Erlebnisse, um diese Erfahrungen geht es in der elementaren Musikpädagogik. Ich habe angefangen, Horn zu studieren. Das war wunderbar, hat mir viel Spaß gemacht. Aber ich merkte nach und nach, irgendwas fehlt mir. Daraufhin bin ich die Studiengänge durchgegangen und habe geguckt, wo kann ich die Dinge machen, die mir wichtig sind, was mir noch fehlt, was ich eigentlich immer gemacht habe, um für mich auch künstlerisch weiterzukommen. Und da bin ich dann letztendlich bei elementarer Musikpädagogik gelandet, weil ich durch dieses Studium die Möglichkeit habe, sowohl Gesangsunterricht zu bekommen, Sprecherziehung, Sprachgestaltung, Tanz, Performance. Bei der elementaren Musikpädagogik geht es natürlich viel um Praxis und deswegen machen wir hier auch einfach viel Praxis. Und wenn ich mittwochs im Kindergarten bin, bekomme ich natürlich auch immer die Möglichkeit, oder ich möchte auf jeden Fall auch die Möglichkeit wahrnehmen, mich weiterzuentwickeln und mich neu auszuprobieren als Künstler und auch als Pädagoge. Also ich fand heute faszinierend, wie die Kinder auf das Tuch als Symbol für Wasser angesprungen sind und sich da eine ganz eigene Dynamik entwickelt hat und dadurch auch die Stunde einen ganz anderen Verlauf genommen hat, als ich mir das eigentlich so vorgestellt hatte. Aber ich fand, am Ende war es doch sehr schön. Jeder Mensch bewegt sich. Am Anfang allen Musizierens steht Bewegung. Hier im Bewegungstraining wollen wir neu auf die Bewegung schauen. Wir fallen, springen und spüren unser Gewicht am Boden. Wir improvisieren und dann halten wir inne. Und es entwickelt sich eine eigene Ausdrucksform in der Bewegung. Der Körper wird musikalisiert. Eine Art kinetische Melodie bildet sich im Raum ab. Heißt, unsere Muskulatur, unser Körper formt Bewegungsmelodie im Raum. Die Studierenden, die lernen mit ihrem bewegten Wissen gemeinsam in der Gruppe eigene Formate und künstlerische Ereignisse zu entwickeln. Das tun sie oder haben sie letztes Jahr getan in unserem Fisch in Dir Projekt zum Beispiel. Dort haben sie in einer Produktion mit Jugendlichen und Seniorinnen und Senioren zusammen abgearbeitet. Menschen, die keine Noten lesen können, haben dieses Musiktheaterstück gemeinsam komponiert, inszeniert, gespielt, gesungen. Mit und ohne Fischmaske. Diese Vielfalt, die ich durch das elementare Musikpädagogikstudium mitnehmen kann, hat sich auch ein Großteil in meiner Arbeit als Hornistin wiedergespiegelt. So konnte ich problemlos auf einmal ein Musikvermittlungskonzert mit dem Orchester sagen, oh gern, ist noch was mit den, wo ein Bezug zu den Kindern ist, ich übernehme gern noch einen Part und mach da, entwickel was mit den Kindern, mit Schülergruppen. Die Kombination ganz verschiedener Bereiche und Fächer macht das Studium sehr interessant und abwechslungsreich. Auch nach dem Studium können die Studierenden in ganz unterschiedlichen Berufsfeldern arbeiten. Sie können an einer Musikschule arbeiten, können aber auch neue und innovative Projekte an Stadtteilzentren, an Konzerthäusern, aber auch an Universitäten und Hochschulen leiten. Uns ist es wichtig, dass die Studenten nicht nur Spaß an ihrer Arbeit haben, sondern sie sollen auch davon leben können. Deswegen kann man in Lübeck immer zwei Berufsqualifikationen erwerben. So zum Beispiel mit einer umfassenden Ausbildung am Hauptfachinstrument können die Studenten zum Instrumentallehrer werden. Aber auch die Lehramtsstudierenden können ein zweites, ein außerschulisches Standbein erwerben, wenn sie das Profil elementare Musikpädagogik belegen. Sehr beeindruckend und für mich auch immer sehr erfreulich und großen Spaß auch beim Zuschauen
ist zuzugucken, wie junge Studierende in diesem Bereich selbst Projekte entwickeln, direkt in die Schulen gehen, direkt in die Praxis gehen und gemeinsam mit Kindern, aber auch mit Senioren, mit gemischten Gruppen sich Sachen ausdenken, auf die wäre ich selber nie gekommen und die funktionieren unglaublich gut. Und ich glaube, das ist auch das Tolle an der Musik, wenn man vor einer Klasse oder vor einer Gruppe Menschen stehen kann und die beginnen selber Musikalisches zu entwickeln und man sieht die Freude, die Neugierde in diesen Augen. Das ist was vom Schönsten, was man an so einer Hochschule erleben kann.